von der Region für die Region. Herzlich willkommen bei Kufstein TV, eurem Regionalsender aus dem Studio im Herzen Kufsteins. Wir starten direkt mit den Themen dieser Woche. 24 Stunden Sport, ein Projekt von FH-Studierenden macht Kufstein so richtig fit. 50 Jahre Hack Wörgl, wir waren bei den großen Feierlichkeiten mit dabei. 12 flinke Hände, das musikalische Ensemble Louis Cage Percussion begeisterte bei seiner Tirol-Premiere. 10-mal Stammtisch. Auch in seiner Jubiläumsausgabe geht Schuki der Zündstoff scheinbar nicht aus. Kufstein 24. Das Praxisprojekt von FH-Studierenden fand heuer bereits zum 6. Mal statt. Abermals wurde ein 24-stündiges Sportprogramm zusammengestellt, welches sich an sämtliche Altersklassen richtet. Von Kindern bis hin zu Senioren. Bevor es sportlich wird, Augen auf für die Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Auf die Plätze, fertig, los! Kufstein 24. Das Praxisprojekt der Fachhochschule Kufstein spornte die Bevölkerung abermals zur sportlichen Betätigung an. Also, wir sind jetzt in der Turnhalle von der FH Kufstein und gestern und heute findet Kufstein 24 statt, schon zum 6. Mal, und wir bieten 24 Stunden lang ein kostenloses Sportangebot für Groß und Kleine. Kamen aufschlussreiche Einblicke in den Behindertensport. Es sind integrative Sportarten, wo jetzt auch Nichtbehinderte dabei sein können. Also im Grunde Rollstuhlbasketball zum Beispiel, da muss man jetzt nicht Rollstuhlfahrer dazu sein, sondern es kann man jetzt auch mit Amputation spielen oder Gehbehinderung oder auch einfach Fußgänger, so wie wir sind, können ganz normal mit einer Rollstuhlbasketball spielen. Ja, bei uns sind viele Sportler bis unterwegs zur Weltmeisterschaft, also zu den Paralympics. Zum Beispiel haben wir jetzt einen frisch gekürten Weltmeister im Parabobfahren. Das ist eine Wintersportart, das haben wir heute leider nicht dabei. Dann die meisten spielen zumindest Tiroler Meisterschaft oder österreichische Meisterschaft bei uns im Verein. Und also da vertreten haben wir jetzt zum Beispiel Paralympicsieger Harald Eder, das ist Monoskifahrer. Und im Tennissport war schon unter den ersten 10, wir waren noch jung und aktiv, der Robert Droppacher. Ja, und so geht es quer durch den Gemüsegarten. Das Sportevent ereignete sich über ganze 24 Stunden hinweg und setzte sich aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Ganz großes Dankeschön an unsere ganzen Sponsoren, an die Volunteers, ohne die wäre alles nicht möglich gewesen. Auch, dass wir so kurzfristig umswitchen konnten aufs Regenprogramm, dass es einfach super geklappt hat, das war einfach mega und wir sind echt froh und glücklich darüber, über dieses Projekt und dass wir das verwirklichen durften. Mein Highlight ist tatsächlich, dass einfach die Besucher da sind, dass wir ihnen die Bandeln geben können, dass sie Freude haben, weil wir schon seit Oktober hingefeiert haben auf diesen Tag. Tatsächlich sind wir doppelt gefahren und haben uns relativ früh schon überlegt, dass wir auch ein Schlechtwetter und also ein Regenprogramm brauchen, was ja leider auch der Fall ist, dass es eingetreten ist. Und da haben wir uns einfach überlegt, okay, wir würden gerne so viele Sportarten wie möglich halten und haben dann einfach geschaut, dass wir möglichst viel Platz in den Turnhallen schaffen und halt manche Sachen dann verkürzt und andere dafür haben halt die Chance bekommen, dann die draußen stattgefunden hätten, wie zum Beispiel Basketball hat jetzt in der Halle stattgefunden.
halt überlegt, was hätten wir gerne, welche Vereine hätten wir gerne und haben dann einfach die Vereine angeschrieben, haben geschaut, was können wir mit Vereinen machen und eben was können wir mit Volunteers stemmen und dann hat sich daraus das irgendwie so aus dem Programm entstanden. Trotz kurzfristigem Umstieg auf das Regenprogramm war das Projekt der SVKM-Studentinnen erneut ein voller Erfolg. Die Handelsakademie in Wörgl feierte vor kurzem ihr 50-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde sowohl an die eigene Vergangenheit erinnert, als auch ein Blick in die Zukunft geworfen. Mit dabei waren sämtliche Direktoren und unzählige Absolventen der HAK. Nächste Woche auf QTV? Wörgl bedeutet nach wie vor innovativ. Spaß. Erinnerungen. Immer modern. Offen für Neues. Freundschaft und Gemeinschaft. Digital. Einfach eine nette Zeit miteinander. Zum 50-jährigen Jubiläum der HAK Wörgl feierten Lehrer, Schüler und Absolventen die Erfolgsgeschichte der zweitgrößten Handelsakademie in Tirol. Sind ein Grund zu feiern. Digital, international, Schwerpunkte im Sportmanagement und Business. All das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Diese Ausbildung findet in unseren Schulen statt. Und ich finde, dass das ganz wunderbar stattfindet und dass wir eine tolle Wissensvermittlung in unserer vielfältigen Landschaft in Tirol haben. Mein ganz großes Highlight ist die Entwicklung unserer Zweige. Also in der Tageshandelsschule diese vier Zweige, die einfach eine Vielfalt präsentieren. Da bin ich sehr stolz darauf. Was die HAK Wörgl ausgezeichnet hat, schon zu unserer Zeit, dass sie die jungen Damen und Herren von Beginn weg ernst genommen hat. Sie hat sie wirklich vorbereitet für ein selbstbestimmtes Leben, hat nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern zusätzliche Fähigkeiten gefordert und gefördert. Aktive und ehemalige Direktoren erwiesen sich an diesem Abend die Ehre. Sie haben die ersten Lehrer, die ersten Klassen 1973 hier begrüßt. Und das war vor 50 Jahren. Es ist eine Zeitl her. Aber was ist Ihnen immer noch ganz stark in Erinnerung von dieser Zeit? Wie lange haben wir Zeit? Das Schönste war wahrscheinlich schon die erste Matura. Die erste Matura mit Edi, was heute da sind, das war von der ersten Quarz weg, haben wir es praktisch aufgetragen und trotzdem sind wir streng gewesen und die waren gut und sie haben alle guten Weg gemacht. Mein Highlight der letzten Jahrzehnte war die einzelnen Wege der Schülerinnen und Schüler zu beobachten, wie sie sich entwickelt haben, wie sie ihre Wege gesucht haben und wie sie sich dann draußen bewährt haben. Ich glaube, das ist das Schönste, was man als Lehrer oder als Lehrerin zurückbekommt, wenn man das sieht. Dann weiß man hat nicht sehr viel falsch gemacht. Wenn sie 14 sind und wenn sie dann 20 sind, als erwachsene Herren und Damen, und das ist einfach unbezahlbar. Für mich war das Highlight wirklich die Klassengemeinschaft. Ich habe gerade mit den ehemaligen Klassenkameraden gesprochen. Und ich glaube, den Spaß, was wir gehabt haben, die Begeisterung, was wir gehabt haben, auch den Zusammenhalt. Weil wir haben das eine oder andere angestellt. Aber ich glaube, was wir geschafft haben, wir haben zusammengehalten, wir haben dicht gehalten. Und zum Schluss ist immer alles gut ausgegangen. Und ich glaube, das war der Spaß, über das wir heute noch vielleicht lachen können, wo wir sagen, ja, es war eine tolle Zeit in der Schule. Nicht nur beim Unterricht ist man am Puls der Zeit. Der Fortschritt zeigt sich auch nach außen hin, in der Form eines neuen Logos. Ich hoffe, die Leute gefällt die Veranstaltung und wir sind richtig happy. Wir haben ungefähr über 90 Leute da, die richtig aktiv sind. Wir haben ehemalige Absolventen nach Ratschlägen für die Zeit nach der Matura gefragt. Ein guter Tipp vielleicht auch, dass man sagt, okay, man schaut sich mal das Berufsleben an und sieht dann, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, was interessiert mich überhaupt und geht dann vielleicht einen Schritt weiter, mache ein Studium, bilde mich da weiter oder mache vielleicht komplett was anderes.
Das glaube ich ist ein guter Tipp für die Zukunft. Einfach machen, und wenn noch so viele Menschen sagen, das geht nicht oder das ist schwierig, sich einfach nie den Traum nehmen zu lassen, den Wunsch nehmen zu lassen, einfach probieren. Und wenn man es eigentlich nicht weiß, was man will oder wohin man will, dann einfach die Möglichkeiten, die es hier in der Hack gibt, aufnehmen. Ich habe das Gefühl gehabt, mir hat das sehr geprägt, dass man in einem geschützten Rahmen sich ausprobieren kann. Für einen stimmungsvollen Ausklang sorgte die Coverband Red Bad Blue. Auf die nächsten 50 Jahre in der Hack Wörgl. Das Theater Halber Apfel, die waren jetzt dreimal mit einer Öztürk-Geschichte da. Die machen so Integrationstheater. Und interessant war, dass es eigentlich erstens immer mehr Publikum war, zweitens der Anteil der türkischen Community immer mehr geworden ist. Dass wir gesagt haben, jetzt kommt eine letzte Geschichte, die den sehr provokanten Titel Mein Krampf hat, wobei dieses R nur dazu kleingeschrieben ist. Aber das Theater Halber Apfel, die bringen auch wichtige und essentielle Themen in einer sehr humorvollen Art auf die Bühne und genau in Interaktion mit dem Publikum. Also ich freue mich auch, dass die noch einmal zu Gast sind da in Kufstein. Am 6. Mai findet zum dritten Mal der Wirtschaftstag in Ebbs statt, organisiert vom Wirtschafts- und Tourismusausschuss der Gemeinde. An diesem Tag werden sich über 40 Ebbser Unternehmen aus Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie und Tourismus als Qualitätsbetriebe und attraktive Arbeitgeber präsentieren. Kommt zwischen 9 und 18 Uhr ins Hallo Du in Ebbs oder teilweise direkt in die Betriebe. Neben fachberuflichen Informationen sind tolle Gewinnspiele, attraktive Angebote und kulinarische Schmankerl geboten. Midriff sind zurück. Die heimische Institution in Sachen Hardrock bringt nach einer längeren Auszeit endlich wieder die Bühne zum Brennen. Am 6. Mai ab 20 Uhr rocken Midriff die Kulturfabrik in Kufstein in bekannter Manier. Support erhalten die Langkampfner an diesem Abend von der Garage Rock Band Slicky Nerves und der Innsbrucker Gruppe Electric Superwolves. Karten bekommt ihr unter www.kupfticket.com. Louis Cage Percussion. Das sind 6 junge Musiker, die sich nicht in Schubladen zwängen lassen und ihrer Kreativität auf der Bühne freien Lauf lassen. Den Startschuss für die große Österreich-Tournee gab das Klangkollektiv unlängst in Kufstein. Für die Tirol-Premiere ihrer neuen Show Characters beehrten Louis Cage Percussion das Kulturquartier Kufstein. Wir haben uns gedacht, ja, wir wollen ein bisschen was Neues machen und wir wollen mehr Richtung Show auch gehen und deswegen auch diese Mischung zwischen eben Musik, Theater, Kabarett und Licht und Visuals. Das ist unser Package. Das brauchen wir, damit man auf der Bühne vibriert. Die 6 Musiker erzeugen mit verschiedenen, teils ungewöhnlichen Percussion-Instrumenten, Akkordeon, Ukulele, Synthesizer und Gesang ein markantes Soundbild. Wie der Name des Programms schon sagt, spielen die Musiker auf der Bühne ihren eigenen Charakter. Heute auf der Bühne ist mein Charakter der Yogameister, der in sich ruht und die Ruhe ausstrahlt auf alle anderen Kollegen. Eine witzige Rolle, weil ich ja im echten Leben, sage ich mal, jetzt nicht so der Ruhige bin, aber auf der Bühne verkörpere ich es natürlich und probiere heute ein bisschen den Sturm ein bisschen ober zu bringen und da Ruhe zu verbreiten. Thank you.
Vater ist der französische Koch oder Charmeur, weil ich ein Franzose bin eigentlich, ne? Und das ist mein Charakter in der Show. La France, la France. Hey, hop, 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 hop. Einzigartig an Characters ist die Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird. Also es gibt mehr oder weniger in jeder Szene ein Highlight und oft weiß die betroffene Person gar nicht, warum ich mich jetzt so abkeks oder warum es mir jetzt so taugt. Aber ich finde, es haben die total humorvollen, die spritzigen Szenen was, aber auch die ganz ruhigen was, wo nochmal alles ein bisschen runterkommt. Also ja, ich finde es einfach cool, dass das Programm Ecken und Kanten hat und auf und ab ist. Ja. Woche auf QTV? Ich weiß, diese Regeln fühlen sich vielleicht einengend an, aber der Sinn dieses Kurses besteht darin, zu lernen, klar und überzeugend zu schreiben. Denkt drüber nach. Denkt über die Wahrheit eurer Argumente nach. Du bist ein toller Mensch, Ellie. Ich könnte mir keine unglaublichere Tochter wünschen. Versuchst du gerade, einer Vater zu machen? Wer hätte mich schon gern als Teil seines Lebens? Hast du noch Kontakt zu Mom? Sie erzählt sowieso immer nur von dir. Wieso? Weil ich nur etwas über dich hören will. Wieso bist du so fett? Jemand, der mir nahe stand, ist gestorben und das hat mir zu schaffen gemacht. Das letzte Mal hast du sie gesehen, als sie 8 war und jetzt willst du wieder Kontakt zu ihr? Tut mir leid. Das gefällt mir nicht, das ist keine gute Idee. Tut mir leid. Wenn du noch einmal sagst, tut mir leid, ramm ich dir ein Messer in den Bauch, das schwöre ich dir. Na los, was soll schon sein? Meine Organe sind mindestens 60 Zentimeter entfernt. Warum willst du sie plötzlich sehen? Wieso denn jetzt? Liz. Ich habe Angst, dass sie vergessen hat, was für ein wundervoller Mensch sie ist. Ich will nur, dass sie eines Tages ein gutes Leben hat, in dem ihr Menschen wichtig sind und dass sie zufrieden dabei sein wird. Ich will wenigstens eine Sache in meinem Leben richtig gemacht haben. Schuki ist bei Kufstein TV nicht mehr wegzudenken. Auch in Jubiläumsfolge 10 trägt er wieder allerlei Klatsch und Tratsch von den hiesigen Stammtischen zusammen. Diesmal gibt's Ärger in Kufstein und in Epps, ja sogar im ganzen Land. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Werbung Ende! Schuki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogascht wird. Ja, da war was los in den vergangenen Wochen seit unserer letzten Stammtischausgabe. Es gab einiges zu besprechen, dafür sorgten vor allem unsere Politiker. Beginnen wir mit der großen Politik, die sich in Kufstein abspielte.
wo es zu einem Gipfeltreffen der Vertreter aus Bayern, Südtirol und Tirol kam. Thema: Wie kann man den Verkehr durch das Inntal regeln, um allen gerecht zu werden, vor allem Frechtern und Bewohnern? An den Stammtischen gibt es eine einhellige Meinung. Das wird auch mit dem angedachten Slot-System nicht zu steuern sein. Für Tirol geht es um die Reduzierung des Transits und dazu bedarf es einer Obergrenze der Durchfahrten. Mit dem Tiroler Ansinnen wird man in Bayern und vor allem aber in Südtirol keine Freude haben. Lustig waren wieder einmal die Aussagen des Bayern-Häuptlings. Unter anderem erklärte er, dass Bayern und Tirol gut zusammenpassen und dass er und seine Landsleute die Tiroler ja so lieb haben. Jetzt werden zunächst einmal Arbeitsgruppen gebildet unter dem Motto: Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Ein Ergebnis wird es geben, das dann von den Chefs in Berlin und in Rom nicht gut geheißen wird. Und dann geht alles zurück an den Anfang. Wir bleiben noch kurz beim Land Tirol in Verbindung mit der Stadt Kufstein. Nachdem Anfang April die ersten Asylsuchenden in ihre Notquartiere eingezogen sind, wird natürlich von den Gegnern dieser Einrichtung in Kufstein mobil gemacht. Teilweise mit Argumenten, denen man vielleicht im Kleinen etwas abgewinnen kann, im Großen aber eher einer Hetze gleichkommt. Die DSD ist für die Betreuung der bisher 50 Geflüchteten zuständig. Mit den verschiedensten Integrationsmaßnahmen wird man versuchen, den Menschen ein schnelles Eingewöhnen in eine neue Welt zu ermöglichen. Die große Frage, die bleibt: Wie schaut es mit der Sicherheit aus? Laut unseres Vizebürgermeisters wurde ein Sicherheitskonzept vom Herbst überarbeitet, das den Wünschen der Stadt Kufstein entspricht. Dann hört man von unserer Sicherheitslandesrätin, dass ein Sicherheitskonzept mit Anfang August zu erwarten ist. Franz Beckenbauer würde dazu sagen: Ja, schauen wir halt einmal. Bravo! Kufstein ist zum zweiten Mal Sieger bei Wer ist die Kokainhauptstadt Österreichs? Heiß diskutiert an den Stammtischen ergeben sich Fragen um Fragen. Man ist sich nicht schlüssig darüber geworden, wie es dazu kommen konnte. Was hat man nach dem ersten Mal getan, um den ganzen Einhalt zu gebieten? Die Aufregung war groß, auch ein großes Thema im Wahlkampf. Besonders bei der Partei, die jetzt im Kufsteiner Gemeinderat den Obmann des Sicherheitsausschusses stellt. Wahrscheinlich kann man als Stadt gar nicht viel unternehmen. Dann erhebt sich aber die Frage: Wer kann in erster Linie? Wir, Stammtischprüfer, nehmen an, die Landesrätin für Sicherheit. Aber diese hat ja keine Zeit, weil sie muss sich ja um das Sicherheitskonzept der Flüchtlingslager kümmern. Aber beim dritten Gewinn in dieser Sparte wird man dann sagen: Ist doch alles Schnee von gestern. Der Ton macht bekanntlich die Musik, heißt ein geflügeltes Wort. Die Töne, die in den beiden vergangenen Gemeinderatssitzungen in Kufstein angeschlagen wurden, waren aber mehr als schräg. Hierbei taten sich vor allem die Mandatare aus den Reihen der Oppositionsparteien hervor. Was uns besonders gestört hat, war der Auftritt des blauen Nachwuchspolitikers in der vorletzten Gemeinderatssitzung, der nur als arrogant und präpotent bezeichnet werden kann. Wahrscheinlich war es sein Gesellenstück zum Abschluss seiner Ausbildung in der Blauen Akademie. Da nützte auch die Brandrede seines Kollegen in der folgenden Gemeinderatssitzung nichts, ihn in einem besseren Licht darzustellen. Reinwaschen wollen wir auf keinen Fall die Gemeinderäte der Grünen und die der Bürgermeisterpartei, die auch hier und da nach einem Angriff der Opposition den falschen Ton treffen. Sollte ebenfalls nicht der Fall sein. Ein Ordnungsruf vom Bürgermeister könnte vielleicht manchmal Wunder wirken. Immer wieder mit dabei bei diesen Scharmützeln der ehemalige MFGler. Liebe Gemeinderatsmitglieder, bitte reißt euch am Riemen.
Es sind weitaus mehr die Gemeinderatssitzungen online und auf QTV, als ihr denkt. Und die wollen euch arbeiten und nicht streiten sehen. Ja, zum Schluss machen wir noch einen Abstecher nach Epps, wo derzeit auch die Wogen hochgehen. Es geht um ein Bauprojekt, das nicht bei allen Zustimmungen findet. Für einen in Epps alteingesessenen Unternehmer steht dabei die wirtschaftliche Zukunft seines Betriebes auf der Kippe. Für die Anrainer um die grüne Wiese vor der Haustür und ihre Lebensqualität. Nach einem mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderates sollen 11.000 Quadratmeter Grund aus der Festlegung landwirtschaftliche Vorsorgefläche herausgenommen, um nach erfolgter Umwidmung in Gewerbegebiet umgewandelt werden. Der Landeshauptmann, Landespolitiker, Kommunalpolitiker, alle haben mittlerweile von den verärgerten Anrainern Post bekommen. Auch ein Landtagsabgeordneter der Liste Fritz war bereits vor Ort, um sich ein Bild darüber zu machen. Wie er allerdings nach seinem sicher nicht ewig andauernden Besuch feststellen konnte, dass der Standort der schlechteste sei, ist den Stammtischlern ein Rätsel. Der Wunsch, eine grüne Wiese vor der Haustür zu haben, entspricht eigentlich eher dem Floriani-Prinzip. Das heißt, lieber heiliger Florian, schütz unser Haus, zünd's andere an. Was im Grunde genommen nichts anderes bedeutet, die einen sollen alles haben, Verkehr und Betriebe, und wir nichts. Spannend wird die Entscheidung des Landes Tirol allemal. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich begebe mich wieder dorthin, wo was los ist. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus und Prost. Schucki. Auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gsudert und krogascht wird. Das war unsere Sendung für diese Woche. Wir bedanken uns herzlich fürs Einschalten und freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Von der Region für die Region.